Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hallo Leute, das letzte Rennen im Jahr 2018 war das 3-Stunden-Rennen. Hier jetzt das Training erst einmal und gleich als erstes die Grand Prix-Strecke. Ich erkläre noch mal kurz die Kurven. Boxen das Gassenausfahrt. Zuerst geht's Richtung Yokohama S, das nicht ganz gefahren wird. Normalerweise geht es hier links rum. Jetzt geht es in die Mercedes Arena. Wir haben es mal ein bisschen schneller gemacht, das Video, damit es nicht arg langweilig wird. Mercedes Arena ist so ein Omega. Ja, ich mag es, mein Bruder mag es jetzt nicht so. Kurzanbindung wird hier gefahren. Fahren der Reifen so ein bisschen, um zu gucken, ob das Auto auch richtig liegt. Das hier, wie gesagt, die Kurzanbindung. Dann geht es rüber zur Ravenol-Kurve. Danach kommt direkt die Bilstein-Kurve. Dann geht es runter, sag ich mal so ein bisschen, um Schwung zu holen für die Advan-Kurve. Danach kommt direkt die Vidol-Schikane. Ja, wir gucken einfach immer, dass wir hier möglichst nah an den Curbs und teilweise drüber fahren. Ja, schon ist die Grand Prix-Strecke vorbei. Zu dem Rennen haben wir hier die Möglichkeit, ein bisschen abzukürzen, damit wir nicht nur die ganze Nordschleife fahren müssen. Ja, dann geht's in die Box. Kurzer Check, ob alles in Ordnung ist. Reifendruck prüfen. Ja, gucken, ob die Radmuttern alle stabil sind, also ob sie noch dran sind. Ja, Temperatur wird nochmal geprüft. Scheint aber alles in Ordnung zu sein. Ja. Was spricht dagegen? Dann geht's mal raus auf die Nordschleife. Das ist ja eigentlich das Interessantere. Grand Prix-Strecke ist auch ganz interessant, aber boah, Nordschleife halt hat mehr Flair. Kein Überfahren beim Raus aus der Box. Ist immer ganz gut. Macht immer einen guten Eindruck, wenn man alle am Leben lässt. So, zackig. Wir haben mal einen neuen Motor eingebaut, man hört's. Guter Sound, ja. Eine Runde über die Nordschleife im Zeitraffer. Hatzenbach lassen wir gleich hinter uns. Dann kommen wir zu Hocheichen und Quedlinbacher Höhe. Danach Flugplatz, der natürlich vor ein paar Jahren entschärft worden ist. Richtung Schwedenkreuz. Ziemlich schnelle Stelle, auch mit unserem Auto. Dann geht's Arnberg um die Ecke in die Fuchsröhre. Man sieht, die Fahrbahn ist so ein bisschen feucht. Ich weiß gar nicht, was für Reifen wir drauf haben. Ich glaube, das sind Slicks. Andauer Forst. Langsame Stelle. Alles ganz entspannt. Metzgersfeld. Das ist auch so ein bisschen eine Mutkurve, die hängt so ein bisschen, sollte man nicht rausfallen, weil da ist Wiese und die ist nass und knallt man in die Reifenstapel. Kallenhardt. Hier die Kurve fahren wir im vierten Gang. Kippt so ein bisschen innen jeweils. Das ist diese Dreierkombination, die rechts umgeht. Ja, schon ist der Sonnenaufgang wieder vorbei. Tiefster Punkt der Nordschleife. Ein Ford Puma. Exmühle. Dann geht's hier langsam wieder bergauf. Niki Lauda-Kurve. Und Bergwerk. Außen anfahren, nach innen rein. Beim Rausfahren möglichst nicht quer kommen. Küsst man innen die Leitplanke. Ja, jetzt ist die Zeit bergauf. Ein netter Teilnehmer, der uns vorbeilässt. Ja, nicht anspruchsvoll bis zur Mutkurve, die gleich links rumgeht. Kesselchen Klostertal nennt sich das. Ja, das war schon die Mutkurve.
Ja, jetzt geht's Richtung Karussell. Noch eine rechts. Die ist auch war nicht so anspruchsvoll. Oh, hat mal kurz gezuckt, vielleicht doch. Karussell. Caracciola-Karussell. Jetzt geht's Richtung Hohe 8. Ja, da versucht man natürlich irgendwie den Wagen möglichst gut zu beschleunigen. Geht die ganze Zeit ziemlich hoch. Hier die Kurvenmutation, wenn man sie zu schnell nimmt, ist auch unangenehm. Die hängt so ein bisschen nach außen. Hier ist ein kleiner Hebel drin. Wippermann, Eschbach. Zack, runter und wieder hoch Richtung Brünnchen. Da stehen alle. Alle mal winken. Hallo. Jetzt kommen wir zur Eiskurve. Die ist rutschig, man hat es gesehen. Kurzes Zucken im Auto. Dann, oh, Wolken. Es ist kein Pyrotechnik, es sind echt Wolken. Pflanzgarten 1. Pflanzgarten 2. Stefan Bellof S. Die Kurven hängen auch so ein bisschen rechts, links, rechts, was weiß ich. Um die Ecke zum kleinen Karussell, Schwalbenschwanz. Zack, auch gezuckt. Was fährt der Ahne da? Dann geht's. Jetzt habe ich vergessen, wie das hier oben heißt. Ist egal. Zumindest geht's dann Richtung Döttinger Höhe, Eingangskurve zu Döttinger Höhe. Ja, irgendwie beschleunigen. Wir schaffen es so auf 195. Langweiligste Stelle. Kann man sich auch mal Drink genehmigen oder mal mit der Box funken. Man hört so ein bisschen verzerrt im Hintergrund. Reiches Labern. Hier geht's runter. 210 mit unserer Möhre. Viel Schwung mitnehmen hier durch diese Kurven. Schön mal gerade durchfahren, soweit es geht. Geht's wieder auf die Startzielgeraden. Ja, das war eine schnelle Runde auf der Nordschleife. Ja, was wir dann festgestellt haben, dass nach dieser schnellen Runde die Bremsen etwas angefangen haben zu rubbeln. Also Box. Und das heißt Bremsscheibenwechsel. Natürlich auch nochmal gucken, ob die Belege in Ordnung sind. Das geht jetzt alles etwas zügiger, dank unserer fleißigen Mechaniker, die dabei sind. Und natürlich muss der Chef hier immer gucken, ob alles richtig macht. Keine Ahnung. Aber Hauptsache kritisch gucken. Macht ihr das auch alle richtig oder sieht nicht gut aus? Ah, da müsst ihr nochmal drüber gucken. Vielleicht auch noch nicht. Was haben wir denn da? Sieht aus wie eine Bremsscheibe. Ist es auch die richtige? Er nickt. Scheint die richtige zu sein. Ja. Hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Training ist ja noch dran. Vielleicht sollten wir dann doch mal ein bisschen Zeit gut machen. Und ja. Kritische Nachbarn in der Box. Der nächste kritische Nachbar in der Box. Ob das so richtig alles zusammengebaut ist. Oh. Chef motzt wieder, guckt auf die Uhr und sagt: schneller, schneller. Das haben die Mechaniker gern. Wenn auch jemand im Hintergrund steht, der die ganze Zeit Druck macht. Aber ich glaube, die sind zufrieden. Die Jungs. Oh. Runter. Alles ist dran. Keine Schraube zu viel. Also übrig. Also können wir losfahren. Nochmal alles nachziehen. Ja, Tür zu. Alles gut, alles gut. Alles super, danke. Ja, Chef sagt auch, alles gut. Und Motor an. Raus. Schieben. Ja, rückwärts wäre ganz gut. Also, dann gucken wir mal, ob die Bremsen auch richtig montiert sind. Klare Ansage. Ups, da war ein Reifen.
Bremsdruck. Pumpe. Bahn ist frei. Da war ja gar kein Bremsdruck drauf. Ach, sowas. Ja, das war's vom Training. Mehr vom Rennen nachher.